Die Sinanji-Thematik hat uns so sehr den Kopf geumst, dass ich jetzt erstmal gerne den Kopf frei bekommen würde. Und zwar mit den schlechtesten Blaze & Daniel Lines. Eins in den Chat, wer das kennt. Wer es nicht kennt, wartet ab. Es gibt einen Rapper namens Blaze & Daniel, der hat einmal Beef mit KuchenTV. Und leider ist da von diesen schlechtesten Blaze & Daniel Lines nur noch die Reaction von KuchenTV auf die 10. Folge. Danke für. Der hat ja echt 1000 Abonnenten damit gemacht. Digga, ey. Krank. Ich bin wie ein Phönix und ich steige empor und spuck auf euch mein Feuer. Ich frage mich, ob auch noch seine Line, ich spucke Feuer wie ein Phönix, mal in den Videos auftaucht. Immerhin spucken Phönixe ja nicht mal Feuer. Stimmt, das machen eigentlich nur Drachen, ne? Also der Phönixe Typ. Phönixe brennen ja einfach. Der Typ hat irgendwie 1000 Songs und der hat, der rappt schon seit Jahren und das ist so das Niveau. Einfach nur. Naja, Bro, aber immerhin hast du es versucht, ne? Kevin hat das nie gemacht. Ja, weiß ich, wenn er es hat, ist scheiße, wenn nicht, ist auch... Der ist ein brennender Vogel, ne? Phönix. Der spuckt kein Feuer, sondern der brennt halt. Der ist halt in Flammen. Der fliegt rum und ist in Flammen. Ja. Drache, feuerspeiendes Reptil, Phönix, verbrennter Vogel. Unsterblich, obwohl sich natürlich die philosophische Frage stellt, ist es nur ein Vogel, der sich durch Verbrennen regeneriert, oder ist es eine Vielzahl von Vögeln, wobei einer aus der Asche des Vorgängers entsteht, krank, Digga. Dieb, ja? Dieb! Dieses ist auch von ihm, glaube ich, irgendwie gesampelt aus einem Stream. Wobei einer aus der Asche des Vorgängers entsteht, krank, Digga. Die Sorgen waren umsonst. Der Funke sprang direkt über. Wir waren zwei Steine, die sich reibten. Wir waren zwei Steine, die sich reibten. Bruder. Und der lebt in Deutschland, ja? Also da kann man nicht sagen, ja, der lebt wie Marvin im Ausland, der verlernt die deutsche Sprache vielleicht, ja? Zwei Steine, die sich reibten. Nicht schlecht, ja? Steine, die sich reibten. Zwei Steine, die sich reibten, ist falsch, denn es müsste heißen... Rieben. Die sich rieben. Zwei Steine, die sich rieben, oder? War noch so ernst, auf so deep gemacht, ja? Wir waren zwei Steine, die sich reibten. Wir, oder, ja, rieben, genau, ja. Reibten, die sich reibten, die sich... Oh, gut, dass ich das noch gefunden habe, Alter. Ich dachte so, scheiße, wenn ich jetzt was Falsches sage, ist vorbei, Alter. Sich reibten, reibten. Niemand checkt, wie wack ist es, ein Video zu melden, aber... Ja, der hat halt auch bei KuchenTV ganz viele Videos gemeldet, ja. Und hat aber einen Song, wo er sagt, ja, niemand checkt, wie wack es ist, ein Video zu melden. Mhm. Nice. Du Ehrenmann. Du Ehrenmann. Digga, ey, ich könnte manchmal bei Blaze & Daniel so richtig ausrasten. Der hat halt echt so 5 oder 6 Stellen, wo der schon gesagt hat, so, ja, wenn ihr jetzt ein Video meldet, das ist ja richtig wack, was soll denn das? Digga, du machst es doch selber. Aber ohne diesen Wack-Move konnten sie sich nicht mehr helfen. Ja, muss man. Das ist so bescheuert, ja. Das könnte man nicht als, als Alert nehmen hier, ne? Konnten sie sich nicht mehr helfen? Ja, muss man wirklich gar nichts zu sagen, Alter. Digga, es tut. Ich verstehe wirklich, checkt der nicht, dass man sich da irgendwie selbst widerspricht oder so? Darfst du nicht warten, sonst wirst du der Zurückbleibende. Ich zeig euch mein Leben. Mund geschnitten im Director's Cut. Ich hab das auch lange nicht mehr gesehen, Digga. Ich hab mir das irgendwann mal... Irgendwann habe ich mir das mal gebookmarkt, ja. Ungeschnitten im Director's Cut, nice. Oh, Hunter, dankeschön für dein Stufe 2 Sub, vielen lieben Dank. Das ist schon wild, ja. Schon echt wild, Digga. Digga, ey. Boah, das triggert schon wieder diese Folge. Wie gesagt, wenn irgendwer von euch noch irgendeine andere Folge von diesen, die schlechtesten Blaze & Daniels, Daniel Lines hat, gerne mal schicken, Digga. Ja, die sind leider alle offline genommen worden, der hat die alle weggestrikt. Mörder, Vergewaltiger, der Staat korrupt, ich atme Luft, die voller Chemikalien ist, die Pharmaindustrie lacht sich seit Jahren kaputt, wir werden krank, nein, wir werden krank gemacht, doch renn zur Apotheke für ein Gegenmittel, raffst du was? Ein echter Verschwörungstheoretiker, dass es mein Mann mal so weit bringt. Der Staat macht das absichtlich, Digga, weil er denkt sich so, oh geil, Digga, Autoabgase in der Stadt, damit Leute mehr,
schneller krank werden, Alter. Am besten starten wir jetzt mit der Elektromobilität durch, weil dann geht's weniger ab. Ja gut, also im Endeffekt, ja, das ist jetzt vielleicht nichts, was ich überhaupt mit reinnehmen würde, ja. Weil es ist natürlich so, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie ein Interesse daran hat, dass Menschen krank sind, ja, damit man denen teilweise auch krankheitsverschleppende Medizin verkaufen kann. Ja, das ist ja völlig klar. Aber da ist natürlich hier einiges dann aber trotzdem noch mit reingemischt, was ein bisschen weird ist, ne? Abgase, weißt du, dann werden die Menschen mehr krank oder so, Elektrosmog oder whatever. Klug, Digga. Blazin' Daniel ist auf jeden Fall wieder am Start, meine Freunde. Würde. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Da war er noch der totale Loser. Lukas, Mann. Die schiefsten Blazin' Daniel Gesangseinlagen. Oh, ich glaube, das war auch wild, Digga. Manfred. Da war er noch der totale Loser. Lukas, Manfred. Gesangseinlagen feiere ich, Mann. Ist der Ruf fest ruiniert? Lebt es sich ganz von Genie? Digga, du kannst mir doch nicht sagen, dass er denkt, dass... Das ist kein Joke, ja? Das Gute. Digga, du machst 13 Jahre Rap, du musst mal überlegen. Seit 13 Jahren Rap, der zum Zeitpunkt, als diese Reaction hier kam, die auch schon ein paar Jahre alt ist. Gegen 13 Jahre. Max, danke für die 200 Bits. Können wir uns mal im Stream den Diss-Track von ihm gegen Kuchen geben? Lohnt sich, falls es den noch gibt. Ja, ich muss gucken, ob das alles noch irgendwie noch online ist, ja. Digga, solange wie Max Selim auf dem Planeten ist, als seine Mutter ihn aus ihren Genitalien gepresst hast, hast du das erste Mal ein Mic in der Hand gehabt und hast was aufgenommen. Digga, und er ist jetzt... Keine Ahnung, Digga, er spielt Gitarre, oder? Digga, er zockt, er ist Mod bei KuchenTV, weißt du, macht bestimmt irgendwann sein Abitur oder so ein paar Jahren. Digga, was hast du in der Zeit gemacht? Gar nichts, Digga, du bist immer noch genauso scheiße wie vorher. Digga, das musst du echt erstmal schaffen, in 13 Jahren. Bro. Digga. San Diego auf Boss Aura nur ein schlecht. Digga, bitte, Kollege, wenn du das siehst, mach bitte Boss Aura 2 mit Blazin' Daniel, Mann. Wie lustig wäre das, Alter. Das wäre ein geiler April-Scherz gewesen. Heute redest du von mir, als wäre ich irgendwer. Highlight. 22 Alben hat der Bruder. Blazin' Daniel rappt seit 13 Jahren, veröffentlichte 22 Alben. Eigentlich müssen wir mal eine Listening Session machen, ne, zu einem von dem. Gibt's da auch ein Blazin' Daniel Best of? Lost as fuck, wieso schiebst du Opfer? Gestern war's anders, denn da hast du noch mein Kopf gesagt. Kopf zu Spaß, denn du bist echt lost as fuck. Was kann Digga. Nicht dafür, dass du nicht der Checker, dass er sich überhaupt traut, sowas zu rappen, ne? Mich mit dem Boss befasst. Er nennt sich halt auch selber Boss hier, ne? Du Lösche. Paar Wochen wieder zum King, wie du zum Kind. Lass den Kopf nicht hängen wie Blumen. Und zwar stellen wir euch heute die Lass den Kopf nicht hängen wie Blumen. Zehn besten Matrix-V-Vergleiche vor. Und mein Job zieht mich weg von dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Doch ich bin bald wieder zurück. Lass mal den Kopf nicht hängen wie Blumen. Ich trinke dich aus wie Wasser und Ich trink dich aus wie Wasser. Legende. Ey, wir müssen unbedingt diese anderen Folgen noch rankriegen, ja? Ich trink dich aus wie Wasser. Max G, danke fürs, wo du bist. Es gibt ein ganzes Album gegen Kuchen und seine Kollegen. Das wäre für eine Listening Session. Wenn es runter ist, kannst du mal Tim fragen. Der hat das safe noch. Ja, geil. Mach ich, Digga. Lass mal den Kopf nicht hängen wie Blumen. Ich trinke dich aus wie Wasser und kann. Der Ace über Instagram bitte, wenn du die wirklich noch hast, Digga. Oder E-Mail geht auch, ja, wenn du kein Instagram hast, aber Instagram wär besser. Ich trinke dich aus wie Wasser. Und wieder diese Phönixlein und kann Feuer wie ein Phönix speien. Wasser.
Digga, wie bist du denn auf diese um die Ecke gedachte Line gekommen, Alter? Das ist ja heftig, Alter. Ich trink dich aus wie... Oh, ich bin Wasser stehen, Digga, krank. Ich trink dich aus wie Wasser. Digga, ich schmeiß dich aus meinem Leben raus wie Urin. Feuer wie ein Phönixspein, platze wie ein Löwe rein und fress euch alle auf wie Essen. Misanthrop heißt der Song, ja? Misanthrop von Blazin' Daniel. Jetzt will ich auch mal kurz schauen hier, ja? Wie viele monatliche Hörer hat er denn, Digga? Das kann sich doch nur im zweistelligen Bereich bewegen, ja? Blazin' Daniel. Blazin'? 8000 monatliche Hörer. Albums. Show all. Er hat 2023 erst ein Album rausgebracht. Liebe Grüße, deinen Narzisst. Dann gab es auch 2023, also im gleichen Jahr noch, das Jahr ist aber auch schon 6 Monate alt, gab es ein Album mit 26 Songs, Untragbar. Er ist eine verdammte Maschine, meine Freunde, ja? Alter. Dann 2022, Unerwünschter Gast mit 20 Songs, Verbrannte Erde mit 20 Songs. Ja, und ihr denkt, Kollege ist, macht Action, ja? Panikattacke mit lediglich 9 Songs, ein Kurzwerk. Dafür aber auch im gleichen Jahr noch Kamikaze mit 25 Songs. Und dann, das war es leider schon für 2022. Außer Kontrolle gab es dann in 2021 mit 23 Songs. Nochmal 23 Songs auf Exitus. 14 Songs auf Reanimation. Und das war es für 2021. Also so circa 60 bis 70 Songs pro Album. Also pro Jahr. 8K sind doch respektabel. Ja, sind mehr als ich. Ja, also das ist, das kann man sagen. Ne? Warte mal, Blazin' Daniel, 8400. Ja, der hat doppelt so viel wie ich. Ja, also was maße ich mir hier an? Das Diss-Album gegen Kuchen müsste Reanimation sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, krass. Krass, okay. Das könnte man sich mal merken, ne? Ja, wollt ihr das mal? Ne, Blazin' Daniels Album-Listening-Session hier? Ja. Nee, da kommen aber keine 3 Songs in Marvins Finest rein. Sonst fresse ich euch auf wie Essen. Nein. Mm-mm. Ich weiß, das muss ein Troll sein, Digga. Umfrage ist raus, gib Feedback hier. Akzeptiere ich jetzt nicht. Ich akzeptiere. Das ist heute ein sehr interaktiver Stream hier. Akzeptiere es nicht, dass diese Line existiert. Nein. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Line existiert nicht. Das ist vorbei, das ist Troll, Digga. Aber wir hören sie nochmal. Lass mal den Kopf nicht hängen. Er isst halt oft Essen, deswegen. Ja, es ist keine einfache Essen-Wieline, ne? Weil er isst halt sehr oft Blumen. Essen. Ich trinke dich aus wie Wasser und kann Feuer wie ein Phönixspein. Platze wie ein Löwe rein und fress euch alle auf wie Essen. Jo. Vor allem, es reimt sich auch nicht, ne? Auf was reimt sich Essen? Wasser, Essen. Und auf Wasser natürlich. Speien essen, rein essen. Fress essen. Oh, das ist ja so ein typischer Ich fress dich auf wie Essen-Line. Wieder aus der Erde hoch und nehme dich zur Brust, als wäre ich dein Herzchirurg. In diesem Kontext würde das heißen, dass der Herzchirurg die Patientin an ihre eigene Brust nehmen, was mal wieder gar keinen Sinn macht. Also die des Chirurgen. Nehme dich zur Brust, als wäre ich dein Herzchirurg. Ja, stimmt, ne? Ist das doof, ne? Wir kennen es alle, ne? Die Herzchirurgen, die nehmen ja erstmal ihre Patienten und packen die so an ihre Brust, ne? In diesem Kontext würde das heißen, dass Herzchirurgen die Patienten an ihre eigene Brust, also die des Chirurgen, nehmen. Was mal wieder gar keinen Sinn macht. Stimmt. Ach, Digga. Der ist raffiniert wie Zucker, der Mann, ja? Wenn ich sage, ich nehme dich zur Brust, dass ich an die Brust der anderen Person komme. Aber es ist ja andersrum. Ich ziehe dich ja an mich ran, an meine Brust und sag dir, wie es ist. Oh, Junge. Digga, wie kann man denn auch so wenig gebildet sein, dass der ständig solche Fehler macht? Aber gut, ich meine, trinkt uns auch auf wie Wasser oder so, ne? Sprechen mit dir war nur ein Lacher wert wie Bernd das Brot. Nein, ich habe wirklich keinen Durst. Nein, ich will auch wirklich keine Käseknackerwurst. Nein, ich habe keine Lust auf Nudelsalat oder Tomaten, Mozzarella, Matsch, Käse, Panat. Mich würgt bei dem Gedanken diese Das Brot rappt besser als du, Digga. So ein Real Talk. Ohne hier zu trinken, weil sie alle hier zum Trinken mit dem Kopf darin versinken. Nein, ich mag Kartoffeln. Ja, was ich übrigens bei Bernd das Brot übelst feier ist, wenn Kika Sendeschluss hat, dann läuft da irgendwie immer so ein Video die ganze Zeit noch ab von Bernd das Brot. Feier ich mega, Digga. Das ist das Beste. Die machen da immer so
so 10-Minuten-Clips, die laufen, das läuft der gleiche Clip immer wieder ab, Alter. Da waren schon geile Dinger dabei. Die drehen auch irgendwie einmal im Monat, glaube ich, neue oder alle paar Monate auf jeden Fall. Weder heiß noch roh noch kalt. Hallo, dieses Curry-Ketchup ist 9 Jahre alt. Ja. Katharina, was ich sagen wollte. Fühl dich gedrückt wie eine Capri-Sonne. Katharina, was ich sagen wollte. Fühl dich gedrückt wie eine Capri-Sonne. Alter, ja? Fühl dich gedrückt wie eine Capri-Sonne. Was heißt, über alles heißt der Song hier. Katharina, was ich sagen wollte. Fühl dich gedrückt wie eine Capri-Sonne. Das ist ein geniales Video, ja? Also Shoutout an den, der das erstellt hat. Das ist mega. Vor allem, das wird auch... Also ja, man drückt ja Capri-Sonne auch, wenn man die trinkt, aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Also, du drückst die ja nicht so, sondern du drückst die ja mit so zwei Händen so und dann so ganz vorsichtig so. Hä, wie drückst du denn deine Freundin, Digga? Was ist das denn für eine weirde Line, Alter? Ja, obwohl, ja gut, drückt man die ja so ein bisschen halt, ne? Aber Lukas Mann. Die einfallslosesten Blazen Daniels-Vergleiche. Alter, ich dachte, die haben wir schon gehört. Was ist denn jetzt wieder los? Digga, Vergleiche gibt's auch noch direkt geil. Nicht so nice findet, aber dein Chat stinkt zum Himmel wie eine Fischerei. Ja, stopf ich Mäuler aus Prinzip und ja, das läuft so wie Musik. Ich stopfe Mäuler aus Prinzip, ja, das läuft so wie Musik. Meine Strophe. Ist der Scheiße, ja? Weil er glaubt wirklich, dass er Talent hat, ne? Das ist das, was ich wirklich, also was wirklich krass ist. Jeder Musiker, der wirklich da Zeit und Arbeit reinsteckt, Digga, der da wirklich an seinen Texten arbeitet, der wirklich talentiert ist, so, der wird auf eine Stufe mit Blazin' Daniel gestellt, so. Weiß nicht, kann man den da nicht schon für Rufmord anzeigen oder so? Für nach, wenn du noch meinst, die Welt wäre nicht. Also es gibt ja auch hohle Vergleiche, die geil sind, ja? Weil sie schön hohl sind, aber trotzdem noch kreativ, ne? In deiner Crew stecken nur Würstchen, nennt euch Senfglas. Geniale Line, ja. Aber auch komplett hohl. Aber da ist noch eine gewisse Kreativität dahinter, ne. Das ist doch einfach nur Chip, Digga. Wie dein beschissenes Klo am Arsch. Alles klar, Bro. 0815 Rapper nichts erzählen lassen, Kritik prallt an mir ab wie Tränen auf Regenjacken. Wie krass, was meine Ignoranz bei ihm bewirkt hat. Sag ihn nicht, du bist safe, ihn schließt. Sag ihn, du bist... Sterben so wie dir, Pacht. Sie kommen und gehen, doch ich bleib stehen wie ein geschütztes Denkmal, erbaut aus ein paar Steinen im Weg. Was? Das ist aber auch überragender Flow, ja? Man merkt die Tightness in Blazin' Daniels versierter Technik hier, ne? Bleib stehen wie ein geschütztes Denkmal, erbaut aus ein paar Steinen im Weg. Das ist die uncoolste Line, die ich jemals gehört habe, ja? Wie ein geschütztes Denkmal erbaut aus ein paar Steinen im Weg. Ah ja, moin. Du Lusche! Ich verpulvere Geld, als wär ich Bill Gates. Noch paar Jahre und ich kaufe mir ein paar Villen safe. Eine paar Jahre ist Paté. Unfassbare News, ich habe Views gekauft wie du ein Haus. Nice. Na, er meint noch ein paar Jahre später. Ja? Das ist doch bloße Hetze hier gegen den jungen Mann, ne? Die Line war auch krass. Ich habe mir Views gekauft, wie du ein Haus. Ja. Okay, Bro, Digga, da hast du mir jetzt aber gegeben, Alter. Scheiße. Naja, ich gehe dann mal in mein Haus, ne? Und du kannst dir ja deine Klicks angucken, Digga. Der hat sich irgendwie so 20.000 Views gekauft oder sowas. Ja, sowas komplett Belangloses, ne? Digga. Ich glaube, das kostet ein Fuffi oder sowas. Ja, Props dafür. Nein, ich bin nicht obdachlos, Digga. Ich habe mir Klicks gekauft, alles gut. Die Nichteinhaltung des Friedenspakts veranlasste Herr Koch dazu, dass er dem Opfer schiebt, was das solle, woraufhin das Opfer scheinheilig geschwiegen hat, während er im Netz böse Spiel zur guten Miene macht. Vor allem, es ist auch so schlecht geschrieben, ne? Ich liebe es, mit gereimten Worten zu jonglieren. Brauchen wir noch mehr? Traurig, wie sich alles wiederholt, aber ich pack es schon. Schade, ich dachte, alles wiederholt wie Geschichte oder so. Im Leben hab ich keinen und auf YouTube sind es 8 Millionen. Wahrscheinlich 8 Millionen Klicks, oder? Auf seine Videos. Das heißt aber nicht, dass dich 8 Millionen Leute kennen oder dass dich 8 Millionen Leute verfolgen. Es gibt Leute, die gucken Videos auch mehrmals, ne?
Und da gibt es auch Leute, die klicken dein Video an, aber schauen dann nie wieder irgendwas anderes von dir, bei denen das vielleicht angezeigt wird und das Thumbnail die irgendwie angesprochen hat. Oder es gibt auch Leute, die verklicken sich einfach nur, ne? Also nicht jeder deiner 8 Millionen Views ist dein Fan. Hä? Meint der Klicks? Aber der hat doch keine... Ja, safe meint der Klicks. 8 Millionen Klicks, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, der hat doch 1 Trillion Videos bei 70 Alben oder was der rausgehauen hat, ja? Vielleicht hat er mein lächerliches Keck-Video dazu gedings oder so, das kann natürlich sein. Die ganzen Kuchen-Talks gegen Blazin' Daniel hat er mit dazu gezählt. Es ist Blazin' Daniel und er ist hier jetzt am Start, mein Freund. Was? Wo hat der denn 8 Millionen auf? Tatsächlich, ne? Aber natürlich auch noch stark aufgerundet, ne? 7,8. Rufe her, Alter. Blazin' Daniel, Deutschrap und Livestreams. Songwriter, Rapper, Creator und Cutter. Nice. Das glaube ich jetzt aber nicht. Er hat auch eine eigene Website. Blazin' Daniel Website steht hier. Unfassbar, ja? Da muss ich aber hier erstmal gucken. Der hat auch ein eigenes Studio. Der hat eine eigene Studiotour gemacht und so weiter, ne? Von seinem Studio. Also die Musik, die ihr gerade hier hört, das ist Musik, an die der so fest glaubt, dass er sich halt auch, sagen wir mal, Kohle zusammengespart hat für ein eigenes Studio. Also es ist nicht so, dass der da irgendwie nur hinterm PC sitzt und wenn er mal keinen Bock mehr auf WoW hat oder so, mal schnell einen Track aufnimmt. Ja. Gucken, was da abgeht. Aber man kann die irgendwie nicht ordnen lassen. Hat er das ausgestellt? Weil man kann ja einfach zurückgehen, theoretisch, ne? Hat der irgendeinen Track, der mega abgegangen ist? Digga, wie viele Videos hat der denn, ja? Ah, stimmt, gut, er kauft halt Klicks, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Oh mein Gott, Digga, wisst ihr, was wir uns eigentlich unbedingt mal angucken müssen? Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mal rein, Digga. Blazin' Daniel hat eine Doku über sich selber gemacht, ne? Was? Das müsste ich ja auch mal machen, ist eine geile Idee, ja? Blazin' Daniel Doku. Kennt das einer von euch? Das ist ja geil. Wie heißt die? Eine Doku über sich selber gemacht, man. Die ist auch, die ist krank, sage ich euch. Oh, wie hieß die denn, Alter? Der hat mal einen Diss-Track gegen einen Kollegen gemacht, weil dessen Freundin im Auto vorne sitzen durfte und er nicht. Das sagt mir sogar was. Kann das sein? Twizzy und Kuchen haben mal ein Video gegen den gemacht, gegen Blazin' Daniel. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Da wurde das, glaube ich, erwähnt. Vielleicht wurde die Doku wurde wahrscheinlich runtergenommen hier, die Doku über Blazin' Daniel, weil die natürlich an Netflix jetzt verkauft wurde und deswegen natürlich auch Netflix gesagt hat, ey, wir wollen das bitte exklusiv haben. Interview Blazin' Daniel und Scream Out, krank, Alter. Oh Mann, ich guck gleich, Mann, ich guck gleich. Wenn dir jemand hilft ohne Dankbarkeit, das finde ich wie, naja, ehrenlos wie Timothy. Das sind alles irgendwie Kumpels von QTV hier. Timothy, Woli, ja, also der hat ja mit denen richtig Beef gehabt und so weiter. Max hat ja gerade auch gesagt hier, ne, die haben ein ganzes Album gegen den geschrieben. Also der hat ein ganzes Album gegen die geschrieben. Das ist sozusagen JBG3 unter YouTubern. Die Thematik ist so geil, hat auch mal einen Track gegen eine Arbeitskollegin gemacht, weil sie nicht für ihn zur Post gehen wollte. Digga. Damit hat er ein Problem wie mit jedem anderen. So, was kam danach? Richtig, nichts. Von meiner Seite aus jedenfalls. Ach, krank, Digga. Den Track kannte ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Heftig, ey. Ja, also labern natürlich einfach wieder Scheiße über uns. Ja, ich habe ein Problem mit jedem anderen, deswegen habe ich auch so viele Freunde, ne? Seid aus jedenfalls. Legendäres Video, ja? Kommt jetzt hier noch? Dieses, gönn mir eine Lunge, einen Bull. Das ist vom Text. Stützung. Danke. Das ist wirklich grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Hilfe, halt deine Schnauze. Ach, hier hat er, glaube ich, irgendeine gefragt, kannst du mal meine Musik bewerten? Und die hat dann gesagt, das ist richtig beschissen, das ist richtiger Müll. Und er sagt jetzt zu ihr, halt deine Schnauze, ne? Er ist halt wirklich traurig, wie der mit Kritik umgeht, ne? Das ist halt... Er lässt da aber auch nicht mit sich reden oder so. Und er argumentiert auch gar nicht dagegen, weil, nö, das stärkst du dir gar nicht. Nee, das ist der geilste Rap aller Zeiten. Gut, ja. Lukas Manfred heißt der hier. Lukas Manfred. Was soll ich sagen, Bruder? Es ist weird. Legende. Soll ich denen das Legende, Digga. Legende.